So, dann sind wir schon mal von der Kohle hier außen unabhängig. Dann kann ich mir die nämlich später ab aufsparen. Das kann dann zur Not der Automat dann holen. Weil der funktioniert auch bei minus 120 Grad. Funktioniert das noch, oder? Ja. Brauche eigentlich noch eine weitere Sanitätsstation. Oh, perfekt, da kann ich sie gleich wieder glücklich machen. Die sollte auch da liegen. Was jetzt? Rohstoffengpass. Das Kursen wächst stündlich. Um das Problem anzugehen, können wir ein Gesetz verabschieden, das uns erlaubt, Arbeitszeiten zu verlängern. Verlängerte Schicht. Uns Überstunden verursachen Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Der Arbeitszeit jeder Einrichtung kann auf 14 Stunden verlängert werden. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ist mir egal, ob ihr jetzt unzufrieden seid. Mit Unzufriedenheit komme ich klar. Also kann ich jetzt immer den Arbeitstag verlängern. Das ist... gefällt mir. Ah, hier. Jetzt können sie von 6 bis 20 arbeiten, nicht nur von 8 bis 18. Die haben ja schon 12 Stunden Tag. Ach, da geht doch mehr. Kann aber wirklich notwendig werden. Es geht aber auch nicht überall, wie ich sehe. Ich könnte auch tatsächlich noch eine weitere Speereinheit errichten. Ich brauche jetzt erstmal die neuen Leute. Erster bitte. Müssen amputieren, um das Leben dieses Patienten zu retten. Leider ist jetzt nicht mehr imstande zu arbeiten. Ich verstehe. Zieh das Pflegehand oder das Prothetikgesetz in Erwägung. Oh, ich verstehe. Ich ignoriere dich einfach mal. So, die haben den Schutzraum gefunden. Komfortabel, Notfallverpflegung ausgestattet, Nebenbeschwerden, bla bla bla. Nachricht. Wir haben sehr viel Zeug gefunden. Nehmt die Rohstoffe und geht zur Stahlbrücke. Da finden wir den Automaton, den kann ich ganz gut gebrauchen. Ach, und hier in 40 Minuten kommen unsere Neuankömmlinge. Die können wir auch vielleicht brauchen. Da kann ich nämlich gleich hier die Hütten alle richtig besetzen. Wie läuft es im Kohlegenerator? Yay, wir haben sie gerettet! Leute von unserem Konvoi. Es ist herzerwärmend, Familien nach so viel Elend wieder vereint zu sehen. Aber sollte es in dieser Nähe nicht noch andere Siedlungen geben? Die erste Expedition haben London vor langer Zeit verlassen. Sie sollten sich inzwischen etwas aufgebaut haben. Sie werden uns bestimmt helfen, Fuß zu fassen. Werden wir nach ihnen suchen. Warte mal, ich habe doch noch eine Sanitätsstation jetzt. Perfekt, Versprechen gehalten. Ein verängstigter Patient. Einer unserer Leute steht an der Schwelle des Todes, aber möchte keinesfalls eine Amputation. Er schreit wie am Spieß und möchte nicht, dass jemand sein Bein anfasst. Aber wenn wir nichts tun, wird er an einer Gangrene sterben. Schneidet sein Bein ab. Lass ihn in Frieden. Wenn er es nicht will, dann kriegt er keine Amputation. Okay, wir haben kein Holz mehr. Mehr Leute am Holz arbeiten, bitte. Mehr Leute am Stahl arbeiten, bitte. Oh, das sind Ingenieure. Ich habe noch Arbeiter. Gut. Die passen da rein. Ich brauch mehr Fleisch. Gut, da wir jetzt den Kohlegenerator haben, brauchen wir eigentlich keinen mehr, der Kohle so schürft. Ihr lasst das mal. Oh, warte mal, das ist was anderes, oder? Aber scheint zu funktionieren.
Kohlegenerator wird Kohlehaufen produzieren. Aha. Das heißt, diese Dinger entstehen dann von selbst. Die kann ich dann mit dem Automaton später abtragen. Das heißt, ich spare da rein theoretisch Arbeitskräfte. Hier mal Leute drin, bitte. Ja, okay. Ja. Was ist jetzt los? Schmerzvoller Tod. Der Patient, der sich weigerte, mit einer Amputation zu unterziehen, ist seiner Gangrene erlegen. Wir haben unser Bestes getan, aber es war nicht genug. Und er hat ein schreckliches Ende. Das war seine eigene Wahl. Wir müssen Opfer bringen. Die Hoffnung sinkt leicht. War seine eigene Wahl, also. Die Hoffnung steigt. Sehr schön. Kommen die Jäger bald? Wir haben halt nichts mehr zu essen. Oh, es wird wärmer. Schön. Nur noch minus 30 Grad. Hier ist es noch kühl, das ist okay. Die haben Erträgliches. Stahlwerk erforscht, okay. Nächste Forschung, was brauchen wir noch? Ich habe das hier eigentlich forschen wollen. Oder nicht einen Dampfkohlegenerator? Nahrungsausrüstung für Jäger. Mehr Nahrung oder vielleicht die Heizung verbessern. Heizkörper brauche ich noch nicht. Was kostet das? 50 Holz habe ich eh nicht. Dann nehme ich das hier. Brauche jetzt erstmal ein bisschen mehr Holz, damit ich meinen Leuten ein paar Zelte bauen kann. Ja, da habe ich wieder das Problem, dass die alle von der Wärme abgeschnitten sind. Holzkisten sind erschöpft. Haben wir noch Holzkisten? Ist das Kohle? Ist der Kohlehaufen von denen entstanden? Wahrscheinlich schon. Braucht diesen blöden Automaton. Holzkisten? Holzkisten. Bitte dahin. Ich brauche Holz. Wenn ich meinen Leuten keine Häuser bieten kann, werden sie es nicht lange machen. Aber wenn ich... Oh Gott, die kosten ja Holz. War mir nicht bewusst. Oh, wo seid ihr denn? Erforscht bitte. Bitte zur Stadt senden. Das heißt, ich kann den dann bald verwenden. Auch zum großen Konvoi. Was wollt ihr denn alles? Verlassene Brücke. Bla bla bla. Die Hoffnung sinkt von mir aus. Ich muss unbedingt ein Gesetz machen für die Versorgung. So, Versorgung, Versorgung. Suppe oder Zusatzstoffe? Zusatzstoffe war das Sägemehl, oder? Das Einfachgesetz kann... Wir können den Mahlzeiten Sägemehl zusetzen, damit sie besser sättigen. Dadurch werden sie aber nicht leckerer oder gesünder. Oder Suppe. Wir können Suppe anstelle von richtigen Mahlzeiten zubereiten, um mehr Menschen mit derselben Menge nach Rohnahrung zu ernähren. Hoffnung sinkt gleich. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Wird Unzufriedenheit hervorrufen. Ich will nicht, dass die Leute dadurch auch noch erkranken, also bleibt mal wieder bei der Suppe. So, und ihr macht jetzt erstmal Suppe. Das bracht halt viel. Ich hasse Suppe, mein Leben lang gab es nur Wassersuppe und leere Versprechungen. Solange es Knurren im Magen beruhigt, erinnert mich an London. Ja, aber warum ist das nicht funktionsfähig? Ach so, keine Rohnahrung. Muss ich später dann bald zurückbringen. Sehr schön. Ich muss mir dringend mehr zurückbringen.
brauche mehr Holz. Sag mal, ich hatte doch mehr Holz eigentlich als das hier. Hier sind noch Holzkisten. Die hätte ich gern. Ich brauche das Holz, sonst kann ich nicht weiter forschen. Wo war das Sägewerk? Ach, hier. Okay, das hätte ich dann ganz gern. Was denn jetzt? Schauen wir mal, ob wir es halten können. Mit ein bisschen Glück kommt der Automaton bald. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Holz. Warte mal, wie viel Holz kriegt man hier raus? Erstmal gar nichts, ehrlich gesagt. Ich brauche das Holz. Sägewerk, los. Ehrlich gesagt, ihr dürft auch gleich mal eine 24-Stunden-Schicht machen. So, großer Konvoi, bitte erforschen. Ich bringe euch zur Stadt. Ganz so ein, das ist schon ein ziemlich weites Weg. Ganz so ein mieser Arsch bin ich jetzt dann doch nicht. Der Automaton ist auch irgendwann mal da. Uns geht die Kohle aus. Mist. Könnt ihr mal dran arbeiten und ihr kriegt auch eine 24-Stunden-Schicht. Sorry, ich brauche die Kohle. Ihr braucht die Kohle. Sind wir auf Kühe? Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Tod durch Überarbeitung. Setzt die Notfallschicht weiter aus. Okay. Dann setzt sie halt aus. Okay, ich kann das Sägewerk bauen, das ist schon mal viel wert. Das heißt, ich habe jetzt gleich einen endlosen Vorrat an Kram, sobald der Automaton da ist. Die arbeiten noch fleißig weiter. Essen müsste jetzt auch bald kommen. Aber warum fährt er eigentlich runter? Willst du bitte angehen? Erträgliche Lebensbedingungen. Oh, erträglich. Ich hab's nur bei 4 erreicht, warum auch immer. Machen wir schnell das Dampfzentrum. Ihr erforscht auch noch, oder? Nee, macht er nicht. Wenn die gebaut sind, sollten wir es haben. Mir tut mir eigentlich schon ein bisschen leid, aber wir müssen halt jetzt so leben. In welcher Effizienz entstehen diese Kohlehaufen? Aber ich vermute mal, der war vorher noch nicht da. Ich glaube, ich bleibe beim Kohlegenerator, oder? Wollt ihr gerade jemand was? Klang so. Ich brauche den Automaton sonst. Der ist halt einfach so, das ist so ein geniales Ding. Ja, in 20 Stunden ist er schon da und der arbeitet halt auch ununterbrochen.
Unzufriedenheit, unbeliebte Entscheidung, Notfallschicht, Einwohner sind hungrig, kaltes Zuhause, schlechtes Gesundheitswesen. Wieso ist das eigentlich so? Ach, das ist eine super Gebäudeisolierung, während die gar keine Gebäudeisolierung haben. Oder? Doch, die haben ein Zelt hat einzelne Gebäudeisolierung. Okay. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Stahlwerk und dann habe ich sämtliche Rohstoffe erstmal gesichert, Eisenerz bekommen. Wenn ich jetzt noch Stahlwerk bauen kann. Okay, Stahlwerk brauchen wir auch. Ja, die Kisten sind eh gleich weg. Dann bitte ich euch mal, hier zu arbeiten. Der Automaton kann die Kohle holen später. Hier kann noch einer mehr arbeiten. So, und da bräuchte ich dann eigentlich die Reißbretter. Ich brauche auch mehr Essen. Was ist jetzt schon wieder? Akute Behandlungsbedarf. Und einfach haben zum Protest versammelt. Die Anzahl der unbehandelten Kranken, bla bla bla. Dann bauen wir halt die nächste Sanitätsstation. War doch jemand diese Häuser hier? Wenn ihr die Häuser baut, dann habt ihr auch gleich was. So, die Speer würde ich gern wieder losschicken. Und zwar erstmal zur Sternwarte. Oder erstmal zum Absturzort. Okay, wir haben 140 Essenseinheiten, das sollte erstmal reichen. Automaten braucht mir viel zu lang. Jetzt habe ich wieder Leute ohne Häuser. Boah, das muss ich auch noch halten. Okay, ich brauche die Reißbretter. Oh, Holz läuft. Reißbretter bitte. Ich kann jetzt erstmal nichts machen, weil die Unzufriedenheit relativ hoch ist. Und das würde ich gern nicht noch mehr ausreizen. Kohle läuft noch. Vielleicht baue ich hier daneben noch ein richtiges Kohleding. Also mit dem Sägewerk hat man einfach plötzlich so viel Holz. Ich weiß manchmal nicht, warum die Leute Hunger haben, ganz ehrlich. Wir haben doch die Ration noch. Oh, guck mal. Temperatur wird sinken, Temperatur wird steigen. Okay, dann sind wir dazwischen drin mal bei 40 Grad. Miese. Die darf man bauen, das passt schon. Ich brauche aber auch noch mehr Häuser. Bleiben aber auf jeden Fall bei der Suppe. Brauchen die? Die brauchen bloß Holz, okay. Und zwar preise ich die immer wieder ab. Ich muss aber auf jeden Fall weitergehen mit der Forschung. Ein Ingenieur bitte mehr. Haben wir jetzt hier schon Leichen liegen? Eine.
Wenn ich die Kohlegeneratoren dann verbessere, verbessern sie sich automatisch. Ah! Mein Freund ist da! Du kannst gleich mal Kohle sammeln, weil du machst das den ganzen Tag. Stahl. Im Zweifelsfall hole ich dann später Stahl. Du trägst mal den hier ab. Erstmal, weil Holz läuft gerade noch ganz gut. Das Ding ist ziemlich massiv, ja. Holz läuft ja gerade noch. 7 an Holz pro Stunde ist nicht wenig. Was ist mit dir los? Ich verstehe, ja, ich weiß, wie die funktionieren. Oh, da kommen die Jäger. Hallo! Ja, forscht jetzt mal fleißig weiter. Ist das Stahlwerk jetzt soweit aktiv? Perfekt. Ne, ist der Kohlegenerator. Hier sollten mal Leute drin arbeiten. Und wenn diese schlechtes Gesundheitswesen, ja, da arbeite ich doch dran. Habe ich das jetzt gebaut, die Sanitätsstation? Versprechen gehalten. Ja, sind auch immer noch Obdachlose. Ich baue mal noch ein. Oh, das wird unglaublich teuer, das sind alles aufzurüsten später. Ach, ich bin erstmal froh, dass ich kein Holz mehr brauche. So, ihr seid da. Was finden wir in dem Absturzort? Rohstoffe, Essen und Holz. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Düstere Höhle, gehen wir mal dahin. In die konnte ich, glaube ich, das letzte Mal nicht mehr gehen. Und wir haben tatsächlich Leute, die keinen Job haben aktuell. Ich überlege gerade, ob ich trotzdem nochmal eine neue Werkstatt baue. Wir müssen halt sehr viel forschen noch. Und jetzt habe ich das Holz, jetzt habe ich auch langsam den Stahl. Und dann brauche ich eigentlich... Könnte ich eigentlich schon langsam anfangen, ein Lager zu bauen für Kohle? Und bei dem Rückenhalt habe ich noch genug... Kohlegenerator. Warum darf ich das da nicht... Konnte ich es da gerade bauen? Hoffentlich funktioniert es so. Ich meine, jetzt geht es ja auch noch. Minus 30 Grad kann man noch einigermaßen wegstecken irgendwie. Auch wenn sie nur all den Zelten leben. Zeichenmaschinen bitte. Doppelt so hoch, ja. Mehr Speer. Das, da könnte ich auch mal. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Nimm mal den. Ne, ich gehe erstmal auf Zeichenmaschinen. Wird bald kälter, okay. Ich will die unteren Technologiestufen freischalten. Eine hat Hunger, das ist okay. Unser Gesundheitswesen ist halt echt ein bisschen im Argen. Automaton, machst du schon das nächste? Holt mal was raus, was geht. Ihr könnt auch Ingenieure arbeiten. Ich brauche eigentlich auch ein paar andere Sachen, nämlich das Treibhaus kann ich dann überlegen.
Sanitätsstationen reichen ja eigentlich, wenn ich alle amputieren lasse. Ja, es klingt grausam, aber was für eine Wahl habe ich? Düstere Höhle, erforschen. Wir greifen trotzdem an. Weil sterben lassen will ich sie nicht aktiv. Überall blutige Fleischstücke und Knochen verstreut. Die Kadaver wurden in Fetzen gerissen. Es ist unmöglich, die menschlichen von tierischen Überresten zu unterscheiden. Ah, okay. Weil ich diesmal länger gewartet habe, sind die Leute alle gestorben. Jetzt habe ich nicht richtig gelesen. Ist meine Truppe tot? Ich glaube, meine Truppe ist tot. Das ist halt die Gefahr. Die Truppe ist einfach gestorben, während sie gegen die Bären gekämpft hat. Ich hätte gern Holz. Danke. Holt mal die da. Oder wir schicken sie einfach nach Hause. Dann gehen wir zur Sternwarte und dann zur Wetterwarte. Ich werde das schon alle haben. Wie viele Kohlehaufen produziert der eigentlich und wo kommen die raus? Ich habe absolut keine Ahnung. Mir fehlen Arbeiter. Das ist erstmal wichtiger. Oh Mist, hier ist einer gestorben. Hier ist einer gestorben. Ich brauche irgendwo noch einen Ingenieur her. Sind die Ingenieure zufällig? Oh, ja, da. Tut mir leid, aber ich brauche... Forschung ist für mich das Wichtigste tatsächlich. Was ist denn jetzt schon wieder? Ein stolzer Mann, Sir. Einer unserer Männer besteht darauf, auf der Straße zu leben. Wir haben ihn hergebracht. Vielleicht können wir ihn zur Vernunft bringen. Tja, Sir, alles, was ich hatte, habe ich in meinen eigenen Händen erarbeitet. Ich will verdammt sein, wenn ich ein Zimmer beziehe, ohne dafür bezahlen zu können. Und da ich meine Hand verloren habe, kann ich nicht arbeiten. So ist das. Er wendet sich zum Gehen, zögert aber und seufzt. In London gab es Heime für Leute wie mich. Ich könnte aufs Pflegeheim hinbauen. Das schadet wahrscheinlich nicht, wenn ich Pflegeheime baue. Aber er hat recht, also es ist nicht gut, wenn ich... Okay, erstmal Forschung. Sorry, Junge. Wenn Forschung kommt, dann muss ich erstmal Forschung machen. Kartenrechner, oh Gott, ist das teuer. Heizung. Generatorleistung. Erstmal das. Wird bald kalt und da wäre es gut, wenn ihr das schon. Wenn ihr soweit seid. Ist jetzt bald mal von der. Schlechtes Gesundheitswesen, kaltes Zuhause, schlechtes Essen, dreimal Notfallschicht. Ja, die sind ziemlich angepisst. Aber Cola haben wir wenigstens. Hast du noch zu tun? Sieht so aus, ja. Ich möchte aber mal festhalten, in London gab es wahrscheinlich ein Haus für dich, weil sie sich's leisten konnten und London ist zerstört wahrscheinlich. Da muss man versagen. Ich schätze mal, London gibt es mittlerweile nicht mehr. Es wird bald auf minus 40 Grad sinken. In 7 Stunden. Ja. Okay, die holen sie nach Hause.
Schön, dass sie entgegengelaufen sind. Ach, gute Behandlungsart. Ach. Ihr geht mir auf den Sack mit eurer Gesundheitsversorgung. So, und schon haben wir wieder Leute. Pflegeheim braucht keine Einwohner. Okay. Wir kriegen auch echt Probleme mit dem Essen. Automaton, du kriegst einen anderen Job. Hallo Automaton, produziere Holz. Das hier können auch minderwertige Menschen machen. Versprechen gehalten. Ja, ich war schon mal auf diesem Trip, dass die Hoffnung sehr hoch ist. Möchte ich nur mal sagen. Sollte nur darauf achten, dass ich die Sachen nicht so schnell mache. Das schlechte Essen werdet ihr noch eine Weile erhalten haben. Kriegt jetzt erstmal die Notfallschicht hier reingedrückt. Aber das bringt nichts, weil ich das Holz noch nicht habe. Doch, da kommt es langsam. Aber ich brauche viel, viel mehr Holz. Halt, was macht ihr? Auf zur Sternwarte. Ich hätte gern noch so ein Automaton, ganz ehrlich. Die sind so super. Vielleicht gibt es auch irgendwo noch einen, weil könnte ich einen auf dem Holz laufen lassen und ich überlege gerade, ob ich die Köhlerei jetzt einfach mal anmache. So, ab. Ach, Rohstoffe. Holzkohlemeiler. 70 Holz pro Standardarbeitstag liefert 210 Kohle. Und erzeugt enorme Hitze. Das kann ich vielleicht brauchen. Und zwar in dem Bereich hier. In der Nähe des Speisehauses. Dann brauche ich ja schon bald ein Gewächshaus. Und gerade weil es enorme Hitze erzeugt, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Temperatur sinkt auf minus 40 Grad. Dass die Temperatur macht das langsam das Leben schwer. Ach, jetzt bei minus 40 Grad. Vorher nicht. Okay, wenn ihr das sagt. Warum ist der eine geschlossen und der andere nicht? Naja, egal. Bitte arbeitet. So, dann machen wir hier auf jeden Fall das nächste gleich. Und zwar würde ich wirklich gerne den Kohlemeiler haben. Bläse, Holzkohlemeiler. Das hier ist auch geil. Erweiterter Sägewerk gerade jetzt. Das Ding wird noch eine Zeit lang funktionieren. Und hier kann man jetzt Dampfstufe 2 einstellen. War das dann die höhere? Ne, hört mal. Ich brauche Reichweite, nicht die höhere Temperatur erstmal. Okay, der ist weg. Okay, die Stahltrümmer sind auch weg. Was wollt ihr jetzt schon? Sir, ein Arzt möchte mit Ihnen über die Verbesserung der radikalen Behandlung sprechen.
Ich war Feldchirurg im Burenkrieg und habe mit der königlichen Gesellschaft zusammengearbeitet, um die Häufigkeit des Gliedmaßenverlusts in Militärkrankenhäusern zu reduzieren. Ich glaube, ich kann eine Methode entwickeln, mit der sich die Zahl der amputierten bei der radikalen Behandlung verringern lässt. Aber die Hoffnung steigt leicht an. Er muss zurück an seine Arbeit gehen. Ja, klar. Was kommt jetzt? Die Matentherapie? Das Einzige, was mir jetzt gerade einfallen würde, was in unseren Möglichkeiten hier liegt. Mehr. Neue Forschung. Wird das jetzt automatisch aufgerüstet? Pumpt mit Hochdruck dann wie ein Kohlemaschine und drückt so die wertvollen Rohstoffe an die Oberfläche. Dabei steht ein Haufen von 1120 Kohle pro Standardarbeitstag. Genug für 4 Sammelstellen. Achso, das muss ich hier. Ach, was war das? Ich habe doch noch ein bisschen Stahl übrig. Jetzt erstmal. Ja, Sanitätsstation hier ist okay. Aber was ich jetzt gerade noch machen möchte, Technologie. Ein Dampfzentrum hätte ich jetzt gerne hier. Und hier. Außerdem hier, hier und hier schauen wir mal, was der Kohlemeiler so bringt. Was wollt ihr denn ständig? Okay, ich brauche dieses blöde Treibhaus. Ohne Treibhaus geht uns jetzt bald echt das Essen. Oh, cool. Das ist ja ein geiles Feature. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Durch die Dampfzentren schmilzt der Schnee in der Umgebung. Das heißt, wenn ich die Stadt hier wirklich zum Blühen bringe. Okay, jetzt. Erforschen bitte. Ihr seid nicht so weit weg. Ich schicke euch zur Stadt. Kann ich noch irgendwo hin? Nee, dann gehen wir zur Wetterwarte weiter. Entweder ihr schafft oder ihr schafft es nicht. Okay, Versprechen gehalten. Hungrige Versorgung wird langsam auch kritisch. Nahrungsmittel. Ich überlege, ob ich einfach noch eine Jägerhütte erstmal baue. Zwei.